Morgen. Eine Kurzschrift. Hallo. Was soll ich denn bezahlen? Straße.
Aloha, sieh ich dich auch. Ja. Ganz toll. Ja, ich habe jetzt mal den 4-Gigabyte-Patch installiert, ne, in der Hoffnung, dass jetzt alles besser funktioniert. Ist auch einer meiner Lieblingsbusse, die wir hier fahren. Ja, find ich total geil. Ich mag die 3-Achser-Busse. Sowohl von MAN als auch von Mercedes und ich glaube, MAN weiß ich, dass sie die haben. Fahren wir ja gerade. Solaris weiß ich auch und Mercedes, glaube ich, hat auch welche. Ich möchte bitte eine Kurzstrecke haben. Dankeschön. Nee, geht leider nicht. Ich kann nie wegmachen, aber den sieht man nicht. Warte mal. Griesinger Straße, Waldkrankenhaus. Okay, muss man per Hand machen, also. Ist jetzt besser? Einmal Kind bitte. Danke. Aber schon gemütlich, ne? Falkenseer Chaussee, Stadtrandstraße. Jetzt ist die Ansage anders, ne? Die hört sich besser an, oder? Als wie die alte. Hochhausweg.
Spechtelfeld Schulzentrum. Schöne Ansage. Muss ich zwar manuell weiterschalten, aber das ist halt so wild. Paul Gerhardring. Moin. Wie so ein Brummbärer. Moin. Kennst du noch von damals? Nö. Du kennst ihn nicht? Ich kenn den. Wir waren da damals sehr viel einkaufen. Ich glaube auch im Westladen war das. Hallo. Aber Bolle waren teurer da. Zu damaligen Zeiten war es. Wir haben auch da eingekauft, aber auch nicht. Immer waren wir drin. Ich glaube, der war so ein bisschen teurer. Kennst du Plus und so? Plus, was gab es noch? Plus? Eine Einzelfahrt. Aldi? War das Aldi? Nee. Danke sehr. Guten Morgen. Einmal Schüler, bitte. Netto? Gab's damals auch schon, ne? Nee, Netto nicht. Tipp gab's damals noch. Hatten wir hier auch. Wir hatten Tipp und Extra. Oder war Extra Tipp damals? Ja, Extra war das. Tipp,
Wie heißt du noch? Die sagt mir auch was. Eine hübsche Gegend hier, muss ich sagen. Also so, wie sie damals aussah, heute. Guten Morgen. Hier, ja. Das ist ja genauso, die Russen und die Polen und so was haben sie ja auch Hellas auf Mazar hin verbracht, das weiß. Die können auch schlimm sein. Falkenseer Chaussee, Zeppelinstraße. Boah, die Ansage kenne ich noch. Heute sind sie sehr gesprächig, oder? Das waren schöne Busse hier, die 15 Meter Busse mit zwei Achsen hinten. Die haben sie aber irgendwann eingestellt wohl, weil die für Berlin wohl ja sich schlecht geeignet haben, weiß. Ich weiß nicht, ob die noch fahren. Ich glaube, fahren tun die nicht mehr. Wie gesagt, mein letzter Stand war, dass sie die damals eingemottet haben. Waren aber coole Busse. Spekteweg. Aber MAN baut auch schöne Busse, muss ich sagen. Sowohl Fernbusse als auch Überlandbusse, glaube ich, bauen die auch. Haben die Kalk? Die auch? Guten Morgen. Oder Vertigo. Welche Linie fahren wir? Die 130er, ne? Ja. Oh, ich liebe den Sound. Na, den kenne ich damals auch noch. Auch sehr, sehr oft mit dem Bus gefahren, weißt du? Der war aber auch laut, du. Wie gesagt, wenn ich so manche Busse höre, da kommen einfach von damals noch Erinnerung hoch, weißt? Man hatte das damals ja nicht so für voll genommen, da habe ich mich noch nie so für Busse interessiert, ne? Aber es ist ein Wiedererkennungswert halt, ne? Dalgoer Straße. Ich krieg hier die Heizung schwer bei dem Bus im Gang. Guten Tag. Hallo. Guten Ein Tag. Ticket bitte. Danke. Hallo. Eine Kurzstrecke. Danke. Warum liegt denn da schon wieder Geld drin?
Jetzt läuft er.
Brigadierstraße. Straße. Hi. Was soll ich bezahlen? Guten Morgen. Guten Tag. Morgen. Kurzstrecke für Schüler, bitte. Danke. Thank you.
weiter. Handelweg.
einmal normal, bitte. Dankeschön. Krematorium Ruhleben. Schüler, bitte. Guten Morgen. Eine Busfahrt, bitte, guter Mann. Ich danke Ihnen, guter Mann. Polizeidirektion 2. Guten Morgen. Guten Morgen.
hätte gerne einmal Schüler. Reuterstraße. Grenadierstraße. Kurzstrecke für Schüler. Danke. Strisoplatz.
Straße, Markt. Straße. Straße.
Hallo. Ein Kind bitte. Zeppelinstraße, Segefelder Straße. Guten Tag, einen normalen Fahrschein. Danke. Hallo. Guten Morgen.
Guten Morgen. Eine Kurzstrecke, bitte. Danke sehr. Morgen. Eine Fahrkarte, bitte. Wasserwerkstraße. Hallo.
Straße.